Bei über 30 Grad auf den Schlossbergradeln, noch dazu im Sprint und im direkten Vergleich Mann gegen Mann und Frau gegen Frau. Das war die Aufgabe beim ersten City Hill Climb in Graz, das alle Beteiligten bis ans Limit gefordert hat. Nur knapp 2 Minuten 30 dauert der Sprint vom Karmeliterplatz zu den Kasematten am Grazer Schlossberg. Eine kurze Strecke, die es in sich hat und das bei brütender Hitze. Eigentlich mega lustig, also ich mache es auch nur zum Spaß jetzt einmal, zum Schauen, dass man halt nicht aufgespaziert, sondern aufgefahren. Gefahren wird im K.O.-Modus, nur die Besten jedes Laufes kommen weiter und fahren in der nächsten Runde erneut, angetrieben von zahlreichen Fans. Die Kulisse ist ein Traum da, also das ist für einen Radfahrer quasi da das Beste, was es geben kann, also wirklich cool, ja. Es ist halt schon super, wenn man herunten reinfährt, wenn da eine gute Stimmung ist und vor allem je weiter es rauf geht, desto anstrengender wird es und da ist dann wirklich jede Stimme und jedes Anfeuern hilft dann da ein bisschen weiter. Bei den Damen kann sich Carina Schrempf vor Teamkollegin Veronika Windisch durchsetzen. Die Leichtathletin und Radsportlerin muss erst im Finallauf aufs Ganze gehen und taktiert sich zum Sieg. Ja, ich freue mich sehr, dass der erste Platz vorne ist. Ich habe mich in die Vorläufe schon recht gut gefühlt, habe mir ein paar Kerneln aufheben können fürs Finale und habe das dann auf die letzten 150 Meter auspacken können. Bei den Herren setzt sich Favorit Daniel Federspiel durch. Es ist der zweite Sieg für den Tiroler beim zweiten City Hill Climb-Bewerb. Das Finale war jetzt richtig cool, also war richtig schnell. Ich habe mir gedacht, ich muss wirklich das Rennen echt gut einteilen. Ich bin da mit Abstand als letztes reingefahren, aber ich habe gewusst, also das hebe ich nicht so schnell wie die Jungs vor mir rein sein. Ich bin einfach mein Base gefahren und ja, beim Urturm, wo so mein Gedanke war, wenn ich da noch ein bisschen was übrig habe, dann kann ich richtig Gas geben und das ist aufgegangen. Zweiter wird Daniel Eichinger und auf Platz 3 landet Stefan Rabitsch, der seine Profikarriere schon beendet hat, in Graz aber noch einmal mit dabei sein wollte. Der nächste City Hill Climb findet dann im September in Salzburg statt.